Was geht ab, Freunde und Supporter? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 6. Schön, dass ihr wieder mit am Start seid, Freunde. Wie immer natürlich, danke schön für das Feedback. Danke, dass ihr wieder mit am Start seid. Hier ist das gute Stück. Ja, ja. Bin so schnell gekommen, wie ich konnte. Nee, jetzt fast piss dich mal hier aus dem Wege. Genau, so sieht's aus. Ja, Freunde, wir gehen jetzt hier das letzte Gebiet an. Trifft Clara in Esperanza. Clara kommt tatsächlich mal aus ihrem scheiß Bunker raus und will mal an die Front anscheinend. Zumindest hört sich das so an. Und, ja, wir schauen mal. Ah, guck mal, hier waren wir aber schon mal. Hier haben sie uns ja geholfen, das Scheißding kaputt zu schießen. So, schauen wir mal. Freunde, ansonsten natürlich gerne weiter ein bisschen Liebe da lassen. Like, Abo, Videobeschreibung abchecken, Gewinnspiel mitmachen. Ihr kennt das ganze Spiel. Macht es auch gerne, Freunde. So, schauen wir noch mal. Und brettern dorthin. Ich brauche das Passwort, um in das Versteck zu gelangen. Da gibt es Ärger. Ich sollte helfen. Nö. Keine Zeit. Wo führst du mich hin, Alter? Hätte ich ja nicht einfach langfahren können? Na gut. Schauen wir doch mal. Wo führt der mich hin, Alter? Jetzt mal ernsthaft. Ah. Yo, alles klar, der ist aus Stahl einfach. Nö, tu ich nicht. Scheiße. Scheiße. Schnauze. Wo ist schon wieder mein Amigo? Ah, da kommt er. Okay, gehen Sie nicht auf die Straßen. Hallo. Alter, hier ist echt Präsenz. Ich mach, was ich will, okay? Schon. Und ich will diese Kiste haben hier. Bullenheil-Talisman, aha. Alter. Es tut mir leid, ich sag jetzt schon mal, meine Nase läuft schon wieder. Unfassbar nervtötend. Aber kann man nichts machen. So, hier sind wir richtig, oder was? Alter, das... Ja, hier ist es. Okay. Und da brauchen wir jetzt ein Passwort, oder was? Oder wie? Hab gehört, du hast heute Nachtschicht. Okay, nehmen wir das erstmal mit hier, das Plakat. Mein Gott, Champagne, hör doch auf, Mensch. Hör doch auf. Wo hast du die Katze her? Du musst uns. Es geht dich nichts an, okay? Dir. Ist das, ist das die Stelle gewesen, wo wir abgehauen sind, ja, oder? Ganz am Anfang vom Spiel? Die sind hinter dir her. Versteck dich nicht bei mir, okay? Alles klar, Schätzchen. Ey, das meine ich. Am liebsten würde ich solchen Leuten einfach eine Faust geben, ne? Einfach so aus Spaß und dann gucken, was passiert. Hätte ich richtig Bock drauf, wirklich, ohne Witz. Die Sprengsätze kommen hier, hier und hier hin. Rede geht los, Ladung gehen hoch. Wir ziehen einen Ring aus Feuer, heißer als das Arschloch des Teufels. Und das heißt? Castillos Truppen kommen nicht raus und Verstärkungen kommen nicht rein. Und Danny ist mittendrin. Und dann was? Danny tötet El Presidente. Wunderbar. Hey, Danny. Danny! Was für ein geiler Supremo! Ich soll also Anton Castillo töten. Heute. Anton hält heute seine jährliche Unabhängigkeitstagsrede im Hotel Paraíso. Live. Juan hat Infos, wo genau seine Sicherheitsleute postiert sind. So eine Chance gibt's nur einmal. Wir schlagen der Schlange den Kopf ab und machen uns Stiefel aus ihr. Mierda. Und du bist einverstanden? Ein Diktator zu töten, der unser Land schändet und unser Volk versklavt? Ich denk drüber nach. Und du so? Ich habe noch nie einen Präsidenten umgebracht. Das ist ein Attentat, Danny. Pures Guerilla-Meth. Gott, ich muss duschen. Und du brauchst das hier. Du wirst eine gottverdammte Guerilla-Legende. Ich ruf dich an. Er ist zu begeistert. Er hat recht. Töte Castillo und Libertad erhebt sich aus dem Chaos. Und danach? Wer weiß? Wer weiß? Geh und leg den Comemiera um. Viva Libertad. Hier.
Ja, ey, wie gesagt, es spielt echt keine Rolle, dass Juan Cortés uns verkaufen wollte. So, nicht unbedingt uns verkaufen wollte, sondern Danny, mit so einem Drecksler den Deal machen wollte. Such nach den Generatoren. Die machen richtig gut Bumm. Verstanden, okay. Boom, boom, boom. Gar nicht. Clara und ich lassen die Bomben in ganz Esperanza platzieren. Das wird eine Septex-Symphonie. Du spielst die Tuba und ich bin der Dirigent. Vamos, Danny. Der Binga. Ich komme mit deinem Metaphern nicht mit. Binga, Binga! So, Bombe Nummer 1. Zu einfach. Ja, weil ich einfach krass bin, Junge. Was geht ab mit dir? Uminsari, Siri. Oh, Alter. Scharfschützengewehr Level 4, nicht schlecht. Was ist das für ein Symbol da auf der Map? Dieses Auge, seht ihr das? Das ist mir vorher noch nie aufgefallen, ne? Ah, so, ach so, okay. So ein Unterschlupf-Ding. Beste Knarre mit Schalldämpfer, beste Knarre. So viel ist jetzt aber auch hier nicht los, wa? Champagne! Oh mein. Geh weg! Willst du nicht? Ja. Sag mal, was ist hier los? So. Ist kurz mit mir durchgegangen, aber kann man nichts für. Ist selber schuld. So. Die Kiste nehmen wir natürlich schnell mal mit auf schnelle Welle. Bombe Nummer 2. Ich sehe auch so. Oh, eine Waffe. Oh, scheiße, Panzer sehe ich auch. Fuck. So, warte mal, lass mal kurz gucken hier wegen den Kisten. Ist hier eine? Nee. Hier? Ah, da oben wahrscheinlich. Ah, warte mal. Aber wie gesagt, für mich ist persönlich sehr viel Motivation flöten gegangen durch das Loot- und Level-System. Ist extrem viel Motivation flöten gegangen bei dem Game. Muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich auch schon mehrfach angesprochen, aber ist halt immer noch der Fall. Ui, Alter, Kimmer und Popcorn. Hier gibt's aber die dicken Waffen, ey. Aber da sitzt ja gar keiner drinne. Okay, ich dachte, der wäre denn direkt kaputt, oder? Angreif. Komm schon, Champagne! Sehr gut. Champagne! Ah! Ey, ich bin extra so hochgesprungen, weil ich dachte, ich könnte den Dings noch zünden. Oh, jetzt spawnen sie da wieder plötzlich aus dem Nichts. Champagne, kümmere dich bitte drum. Dritte Bombe. Let's go. Wir finden sie nicht, bevor es zu spät ist. Natürlich nicht. Juan, die Pakete wurden abgeliefert. Du klingst wie ein verkackter Briefträger. Sag doch, hey Juan, ich habe die Bomben platziert. Ich habe dir ein Foto geschickt, wo du mich findest. Ich komme. Ich bin auf den Dächern vor dem Hotel. Falls du vergisst, wie ich aussehe, such einfach nach der Vaterfigur, die du schon immer haben wolltest. Ich glaube, du meinst ein bisschen. Hey, ich bin seit 6 Stunden nüchtern. Versau das nicht. Oh mein Gott, ey. Das ist auch irgendwie so eine verschenkte Figur, weil am Anfang kam der so cool rüber, so, weißt du, schießt den erstbesten, den man sieht, so John Wick-Style, einfach über den Haufen, weißt du, hatten einfach ein heftiges Krokodil. Boah, Alter, du Rattenkind. What? Warum werden die als meine Amigos angezeigt? Champagne! Ja, auf jeden Fall, ja, wie so ein Badass-Opa kommt der rüber, weißt du, mit heftigen Krokodilen und dann kackt der voll ab im Laufe der Story. Beziehungsweise findet einfach gar nicht statt. Das ist, ich verstehe es wirklich immer nicht, warum die sich immer so Mühe machen, so Figuren sich auszudenken, zu präsentieren und dann nutzt man die aber nicht. Ich verstehe es immer nicht. Das ist doch einfach immer, das ist doch schade, oder?
Jetzt mal ernsthaft, auch bei AC und so. Oder allen Ubisoft-Spielen, die letzten Jahre. Die denken sich immer irgendwelche geilen Figuren aus. Und dann spielen die keine Rolle. Am Ende. Okay, alles klar, das bringt gar nichts. Sehr gut, Champagne, sehr gut. Oh, der ist mega gepanzert. Pass auf, Champagne. Du kannst auch nicht mithelfen. Guck mal, wie. Du bist ein dummer Pisser, du, ey. Das ist eine Erziehungsschelle in Jahren, Alter. Mit der Machete. Boah. Ey, wie gesagt, ey, es tut mir leid, meine Nase läuft. Dementsprechend kann ich direkt schon nicht so normal reden wie sonst. Es tut mir leid, ey. Also, wie gesagt, ich kann da nichts für, aber ist halt die Allergie, die scheiß Allergie kickt schon wieder rein. Und dann läuft die Nase, das eine Nasenloch juckt wie, keine Ahnung, als hätte sich 3 Wochen am Arschloch nicht gewaschen. So juckt das Nasenloch und dann fließt es, fließt. Und dann kannst du nichts machen. Aber ich muss ja aufnehmen. Also, was heißt ich muss, aber ich will ja euch ein neues Video raushauen. Also, das nochmal zur Erklärung. Tag auf Erden. PTBS. Los, Danny, sichere das Hotel und leg Anton um. Und was machst du, alter Opa? Vorwärts, Danny. Du bist nun der Tod. Upsi, sorry, tut mich leid. Es ist, ach. Hat schon wieder nicht gereicht von der Höhe. Champagne, komm mit, komm mit. Champagne, wie gesagt, ist die einzige, auf die ich mich verlassen kann. Ne? Die einzige Unterstützung. Kann mir das jetzt nochmal, kann mir das jemand vielleicht nochmal erklären? Ernsthafte, ernst gemeinte Frage. Das habe ich schon mal gefragt. Und, bisher gab es, glaube ich, keine Erklärung, weil man sich das wahrscheinlich als normaler Zocker nicht so wirklich erklären kann. Nur Ubisoft weiß wahrscheinlich, was dahinter steckt, so wirklich. Aber inwieweit äußert sich jetzt dieses Gebiet, dass es jetzt Stufe 14 ist? Was heißt das eigentlich? Ich habe es immer noch nicht verstanden, ne? Vielleicht bin ich einfach zu blöde oder so, das kann ja sein. Aber ich habe immer noch nicht verstanden, was das heißt. Weil guck mal hier, Champagne macht die trotzdem platt, ich schieße die trotzdem ratzfatz über den Haufen. Also das heißt, die sind nicht unbedingt stärker. Ja. Also jetzt mal ernst. Also inwieweit äußert sich dieses Stufe 14? Heißt es einfach, da sind mehr Gegner? Oder was heißt das? Was heißt das? Wofür hab ich denn aber den Schlüssel jetzt eingesammelt? Schauen wir doch mal. Ich meine, gut, jetzt sind wir in seinen Palast eingedrungen. Das ist klar, dass da viele Gegner sind. Aber in den Straßen war jetzt auch nicht so viel los, ne? Also wie gesagt, ich verstehe es bisher immer noch nicht. Danny, was ist da los? Bist du drin? Ich bin drin. Kannst du Anton sehen? Danny! Es ist niemand hier. Clara, ich glaube, die Rede war aufgezeichnet. Das ist eine Falle. Antons Soldaten sind unterwegs. Verschwinde! Du hast mich auf dieses Boot gebracht. Wieso lebst du? Ich bin Fortunas Nummer 1. Wie heißt du? Danny. Und du? Du weißt, wer ich bin. Du willst meinen Vater töten. Letztes Mal wolltest du unbedingt weg von deinem Papa. Das war falsch von mir. Warum? Darum. Fortunas Nummer 1. Er ist ein Monster, Diego. Er wurde so erzogen. Und du etwa nicht? Du wirst mich nicht töten! Kommt drauf an, ob du nochmal schießt. Wenn ich fliehe, findet er mich. Wenn er mich findet, werden Jiraner leiden. Verstehst du es nicht? Er lässt mich niemals gehen. Wie alt bist du noch gleich? Hast du Familie? Nein. Suchst du eine, Jamako? Du musst Yara verlassen. Er hört erst auf, wenn ihr alle tot seid. Mierda. Bleib in Deckung. Hier lang. Scheiß Diktatoren. Gracias. Du, Danny.
Mein Papa ist krank. Deshalb ist er nicht hier. Ja, das ist halt das Ding so, Mann. Da ist doch jemand, komm doch gucken. Der muss doch hier sein, Mensch. Mensch, du. Oh, Alter. Champagne. Wo bist du, Champagne? Ja, ey, das ist halt das Ding. Wenn du so aufwächst, die ganze Zeit, und es wird dir seit Kind auf gesagt, ey, das ist normal, dass wir die Leute umbringen, es ist normal, dass wir die Herrscher sind, es ist normal, dass das Abschaum ist, dann nimmst du es halt für selbstverständlich. Das ist halt einfach so. Da kannst du halt nichts machen. Diego, wenn er so aufgezogen wurde, genauso wie Anton, dann denkst du dir, was für eine Schönheit. Dann denkst du dir, das ist alles schon richtig. Stimmt nichts dagegen. Weißt du? Das ist halt das Kranke daran. Vor allem, wenn dir da nur halt die die Hälfte erzählt wird, weißt du? Sag mal, ey, was ist denn hier los? Clara, ich habe es heil wieder rausgeschafft. Danny, was ist passiert? Wie hast du das gemacht? Es war eine Falle, aber ich habe mir ein kleines Präsent besorgt. Castillos Fahrbahnuntersatz. Riecht nach altem Diktator. Wir haben zwar Castillo nicht erwischt, aber seinem Regime geschadet. Geschadet? Du hast Antons Regime in die Coronis getreten. Los, hol dir eine Cerveza. Hast du dir echt verdient. Hey, hast du je was davon gehört, dass Castillo krank ist? Nein. Warum? Ich habe ein paar Wochen belauscht. Eine gute Info. Ich melde mich wieder. Jeder unserer Schritte lässt Yaras Freiheit in greifbare Nähe rücken. Einsatzziel abgeschlossen. Kann man das, Kern herausfordern, ja? Kann man das... Hallo! Ich hab doch jetzt zum dritten Mal das Ding ausgelöst. Scheiße! Vielleicht sind das die Pillen? Nein, kann nicht sein. Juan? Wer ist da? Hier ist Dani, Juan. Wer? Dani! Dani! Brauchst du was? Du hast mich angerufen. Kann ich ja nicht in meinem Zustand. Aber schön, dass du dich meldest. Komm zu mir auf die Insel Libertad und zwar sofort. Was? Juan! Mierda. Ja, okay. Ich überlege, Freunde, sollen wir noch ein, zwei, Nebenmissionen mitnehmen? Ich hab keine Ahnung. Oder sollen wir erstmal zu ihm gehen? Ach komm, gehen wir erstmal zu ihm. Ich überlege. Ein, zwei haben wir ja noch entdeckt, ein, zwei Nebenmissionen, aber weiß ich, so der Mega-Reiz ist jetzt auch nicht mehr da, ehrlich gesagt. Weil, wie gesagt, bei so Postbote, da bin ich raus. Da, ich hab da einfach keine Lust drauf. Auch wenn mir reingeschrieben wurde, oh, da gibt's ein Far Cry 5 Easter Egg. Ja, Leute, ich hab das schon gesehen, also. Das wurde mir schon gespoilert. Also, ist jetzt auch nicht den Aufwand, es lohnt sich nicht. Unbedingt. Das Beste, wisst ihr, was das beste Far Cry 5 Easter Egg ist? Einfach Far Cry 5 nochmal zocken. Das ist das beste Easter Egg. Niemand hält uns auf. Niemand, Alter, niemand. Ansage hier. Auf jeden Fall an der Stelle. Mein bester Kunde. Wahrscheinlich dein einziger. Dann kaufen wir das einfach mal. Ansonsten hat der wirklich nur Scheiße da. Schäm dich, ey. So, warte mal, ey. Ist das jetzt noch eine weitere Mission, die dazugekommen ist? Ne, das ist die einzige Hauptmission. Wurde auch Zeit, du musst ein paar Übergaben für mich machen. Du lieferst das Vivero, ich hol die Gewinne ab. Für wen ist das Zeug? Schon mal probiert? Ich war neugierig und nehme sie jetzt dauernd. Jetzt piss ich Lila, auch eine? Nein. Wer bezahlt uns für das Vivero, Juan? Bevor wir Castillo umlegen, fragen wir nach mehr Geschmacksrichtungen. Es sind die Yankees. Schlimmer. Die CIA. Die scheiß CIA steckt mit Libertad unter einer Decke? Was hält Clara davon? Wenn sie es wüsste, hoffentlich sowas wie Danke, Juan. Gut, dass ich Waffen habe, um damit Castillo umzubringen. Und so weiter und so fort. Freiheit kostet Geld. Clara fragt nicht.
Und ich sage nichts. Das ist ein Privatclub. Nur du, ich und Leuchttürme voll mit Antons Bonbons. Clara muss für die Leute blitzsauber bleiben. Du beschützt sie. Ich bin, glaube ich, nicht der Einzige, der auf Clara aufpasst. Vergiss nicht. Nach der Revolution wird sie keine Zeit mehr für einen Guerriero wie dich haben. Nur für den Fall. So ist es recht, Danny. Okay. Wofür hat er jetzt die Tablette genommen? Ja, komm, machen wir so mit Absprung. Machen wir so mit Absprung, ja. Besser ist es. Besser ist es, Junge. Fliegen ist immer gut. So. Sag mal, Danny, habe ich dir je davon erzählt, wie ich damals 89 einen Deal zwischen den Yankees und dem Sinaloa-Kartell ausgehandelt habe? Ach, selbst wenn ich ja sage, wirst du sie mir trotzdem erzählen. Die verfluchten Drogenbarone wollten ihr Bares in amerikanischen Immobilien parken, damit sie es waschen konnten. Ein Deal über 50 Millionen, Danny. Das ist toll, Juan. Ich brachte sie sogar dazu, ein paar Kilos von ihrem Zeug draufzulegen. Ich habe die auf dem Schwarzmarkt verkauft. Aber die Knete an den Tischen in Monte Carlo verloren. Inwiefern hilft mir das im Moment? Ach, ich bin manchmal einsam. Suerte. Okay. Ja, okay. Alles klar, bist einsam, deswegen bist du nur am Saufen. Ja, gute Lösung auf jeden Fall. Immer sehr gute Lösung, muss man sagen. Okay. Schauen wir doch mal. Schrott mitnehmen. Eigentlich könnten wir auch nochmal die ganzen Dinger abklappern, ne? Ups. Die ganzen Rückzugsorte hier. Stützpunkte. Die Kiste ist ja oben wahrscheinlich irgendwo. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. So, Champagne. Dann hier einmal runter. So. Ja, ey. Ich hab, wie gesagt, keine Ahnung. Also wir sind ja auch wie wir das jetzt im letzten Gebiet. Aber es ist schwer einzuschätzen. Wir sind direkt in der ersten Mission. Erste richtige Mission im neuen Gebiet. Direkt mit Diego in Kontakt gekommen, wo er uns direkt sagt, ey, mein Vater ist krank und haut lieber ab und so. Ja, es ist schwer einzuschätzen, wie lange das noch geht, weil ich. Also es ist ganz schwer für mich gerade einzuschätzen. Weil die anderen Gebiete gingen ja mehrere Stunden, also. Keine Ahnung. Ist es jetzt zwei Missionen entfernt das Ende? Oder 4 Stunden? Ich hab ganz keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Alter, was war das für eine Kiste unter mir? So. Oh! Easy, locker easy gelandet. So. Oh, kann ich. Achso. Oh, okay. Cutscene oder was? Bienvenido. Hat die Sau uns verraten? Hat die Sau uns verraten oder was? Ich habe sowieso damit gerechnet die ganze Zeit. Oder ist es jetzt hier, was ist das? Oder hat er nichts damit zu tun? Das Pietate. Das Pietate. Ich hoffte auf Clara und bekam dich. Dachtest du, ich merke nicht, den lieber Tatman Vivero an die Yankees verkauft? Du bist tot! Als die Guerilla 67 meine Familie festnahm, wurde mein Papa genau in diese Zelle verfrachtet. Ich kam in die Zelle daneben. Mit 13. Wie du, mi hijo. Wir redeten jede Nacht miteinander durch diese Lüftung. Ich liebte es. Seine Stimme lehrte mich, stark zu sein, ein Mann zu sein. Und dann kam die Guerilla. Jeden Tag eine neue Anklage. Diebstahl. Tag für Tag ließ ihn die Guerilla dafür bezahlen. Aber wir redeten trotzdem noch. Und zwar jede Nacht. Bis sie ihm die Zunge rausrissen.
weil er Yara belogen hatte. Stopp! Papa, hört auf damit! Was bedeutet er dir denn? Überspringen wir ein paar Schritte, Raoul. Viva Libertad. Der Angriff. Im Hotel Paraíso. Dani war dort. Du hast gesagt, du hättest dich im Tunnel versteckt. Dani hätte mich töten können. Oder an Libertad übergeben. Wir haben keine Zeit für Lügen. Ich laufe nicht mehr weg. Ich habe zugehört. Ich habe gelernt. Ich habe alles getan, was du wolltest. Ich werde El Presidente sein. Lass Dani gehen. Ich bin kein Monster, Diego. Wir geben ihm eine Chance. Okay, Freunde, ich würde sagen, wir machen hier aber erstmal Schluss und beim nächsten Mal geht's weiter. Ich hoffe, ihr seid am Start. Ist sehr, sehr spannend gerade. Und ja, lasst gerne ein bisschen Liebe da für die Videos. Wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein und tschüss!